Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Der Herr der Ringe Online mit mir, dem Captain. Und das letzte Mal hat uns Lerdan ja auf so tolle Botengänge durch halb Mittelerde geschickt. Und nur um uns abzulenken, damit er klammheimlich jetzt mit den beiden Teilen von Nachuil aufbrechen konnte. Denn er will es unbedingt seiner Tochter Namelet geben, weil die damit angeblich geheilt werden würde. Hat aber irgendwie leider vergessen, dass die ja jetzt Amathiel ist, die böse, böse, böse Waffenmeisterin Angmars. Also irgendwie, naja, mal schauen. Elrond schickt uns jetzt bestimmt irgendwo sinnvoll hin, ne? Buch 14, Kapitel 2, Lerdans Spur. Nodre, es scheint, dass Amathiels Peiniger Erfolg damit hatten, Lerdans Geist zu brechen. Er hat Bruchtal verlassen und trachte danach, die Teile Nachils zu Amathiel zu bringen. In der verzweifelten Hoffnung, aus ihrem Geist wieder Namelet erwecken zu können. Nun zählt jeder Augenblick. Wir müssen schnellstens erfahren, wie weit Lerdan schon gekommen ist. Er muss eingeholt werden, bevor er seine Absicht verwirklichen kann. Sprecht mit Ladrochen, dem Stallmeister, in den Ställen westlich von hier. Er hat Lerdan mit Sicherheit gesehen. Okay, gut, machen wir. Ladrochen. Rohan. Also nicht ein Rochen, ne? Gut, runtergehen. So, Stallmeister, wir nehmen die Spur von Lerdan auf. Sag mir, wo er ist. Sag mir, wo Lerdan ist. Ja, komm. Es verdichtet sich, ne? Jetzt haben wir das alles gesucht. Aber hätten wir das jetzt nicht gemacht, hätte Amathiel den Ring trotzdem gefunden. Also, es war schon richtig. Es war nicht vergebene Mühe, die wir hatten, ne? Wenn wir nicht uns immer selber behindern würden, wie ein Lerdan, ne? Dummer, 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 dummer Elb. Dummer Elb, ne? Genau. Ich sag's nochmal. Dummer Elb. Wenn ich ihn einhole, werde ich ihn erstmal verprügeln. So, was sagst du? So, Lad Rochan, Stallmeister. Ihr wollt etwas über Lerdan wissen? Er kam vor 2 Tagen zu mir, um ein Pferd zu nehmen. Herr Elrond hatte ihn auf die Suche nach der verräterischen Amathiel geschickt, meinte er. Das war nicht die Wahrheit? Bitte sagt Herrn Elrond sofort Bescheid. Och, Leute, das hätte ich auch selber in Erfahrung bringen können. Das hätte man auch gleich vermuten können. Super. Ey, ihr seid so dumm hier. Jetzt darf ich wieder rüber zu Elrond latschen. Oder reiten. Oder wie auch immer. Meine Güte. Also das hat alles noch Turbine zu verantworten hier, ne? Solche doofen Hin- und Her-Reite-Quests. Erst schicken sie einen um die ganze Welt. Und jetzt darf ich zum Stallmeister gehen, nur damit ich dann wieder zurück zu Elrond gehen darf, ne? Also, was für ein Schwachsinn. Aber 2 Tage ist er jetzt, hat er jetzt Vorsprung. Anstatt mir jetzt direkt ein Pferd in die Hand zu drücken und zu sagen, hey, ich mache mich auf die Spur. Nein. Ich muss jetzt zurück zu Elrond, ne? Wahrscheinlich sagt mir Elrond jetzt genau, wo er meint, dass er hingegangen ist, ne? Bestimmt. So.
werdet ihr uns... Die Nachrichten werden mit jedem verstreichenden Augenblick nur noch schlimmer. Der arme Lerdan. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sofort handeln. Ja, Mensch, dann schickt mich doch nicht immer hin und her, hier doof im Bruchtal hin und her. Ich hätte schon längst losreisen können. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Buch 14, Kapitel 3. Suche nach Motiven. Eure Nachricht ist sehr beunruhigend, Notrip. Ich fürchte, Lerdans Wille wurde unter den Qualen gebrochen, die ihm von Amathil zugefügt wurden. Ihr habt meine Zustimmung, Lerdans Zimmer nach allem zu durchsuchen, was die wahren Absichten hinter seiner Abreise enthüllen könnten. Ich fürchte, uns bleibt nur wenig Zeit, denn wenn er die Teile Narchils nach Mirobel bringt, wird Amathil mit Sicherheit dort warten. Lerdans Zimmer ist in diesem Haus. Bitte kommt wieder, wenn ihr mehr wisst. Klasse. Also, dafür, dass er die ganze Zeit sagt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Also bitte, muss ich jetzt das Haus durchsuchen. Und was willst du hier? Okay. Ja, so, du darfst auch das Haus durchsuchen, oder was? Ja, ich will das Haus durchsuchen. Also, er hat ein Seil hier. Okay. Ihr habt eine Rolle Seil gefunden, die Lerdan mitnehmen wollte, doch anscheinend hat in seiner Hast vergessen hat. Ein Bündel? Dieses Bündel wurde offensichtlich mit Absicht zurückgelassen, denn es ist zerschlissen und hätte eine lange Reise sicherlich nicht überstanden. Okay. Karte von Eregion. Auf dieser Karte ist eine Route nach Bruchtal nach Eregion eingezeichnet. Doch sie enthält keine weiteren Hinweise. Okay, und jetzt das Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält viele Einträge, doch es war an einer ganz bestimmten Stelle geöffnet. Buch 14, Kapitel 4. Der Gefangene von Samad Baul. Das Tagebuch war an einer Stelle aufgeschlagen, in der Lerdans Gefangenschaft in Samad Baul und seine Folter durch Amathil und ihre Schergen ausführlich beschrieben wurden. Lest weiter Lerdans Tagebuch, okay. Und jetzt bin ich was? Der Gefangene von Samad Baul. Ah, ein Sitzungsspiel, genau. Jetzt kriegen wir mehr über die Gefangenschaft raus und wie er gepeinigt wurde wahrscheinlich, hat er alles in seinem Tagebuch niedergeschrieben. In Samad Baul wurde der Elbenherrscher Lerdan auf das Grausamste gefoltert. Selbst Elben können dem nicht endlos standhalten. Doch Lerdans Wille blieb bis zum Schluss ungebrochen. Als sie mit Qualen allein nicht weiterkam, benutzte Amathil ihre Macht der Täuschung. Okay. Gut. Und wer sind wir? Wir sind ein Angmarin. Okay. Ich zeige dir, was Schmerzen sind. Okay, was sind denn Schmerzen? Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Wenn ihr ihn gut ausführt, erhaltet ihr möglicherweise etwas von den Schätzen unseres neuesten Gefangenen. Die Trefgalorg mögen arm sein, doch manchmal fertigen sie Dinge von hohem Wert und ihr könntet euch einem Talisman verdienen. Ich habe gehört, dass unsere Herrin nach Samad Baul kommt, um den Elben Lerdan zu verhören. Ich möchte, dass während ihres Besuchs alles glatt geht. Durch die Leichen im Turm haben sich riesige Blutegel vermehrt. Ihr Dreck und ihre Krankheit irritieren meine anderen Diener. Ich möchte, dass ihr die Blutegel vernichtet, bevor die Herrin ankommt. Ei, Sir, machen wir natürlich. Komm, wir sind hier ein Angmarin.
Eure Herrin verschwendet ihre Zeit. Mögen die Barden noch lange den Widerstand von Lerdan aus Lindon besingen. Ja, wenn du meinst, kriegst du paar aus Maul, Lerdan. Oh. 45 Minuten wird der Server runtergefahren. Gut, muss ich mich beeilen hier. Oh. Dieser Blutegel übertragen ja auch noch diese Seuche hier, ne? Und Feuer frei. Rette uns jemand, wir haben nichts Böses getan. Es reicht schon, dass ihr zu den Treff Galloc gehört. Hier werdet ihr keine Gnade finden. Okay. Komm, Blutegel. Achso, bist schon. Gott, der nächste Blutegel weg. Ja, der vierte weg. Hiebe und die sind weg. Naja, gehen jetzt quasi den Weg, wo wir gekommen sind, um zu befreien, gehen wir jetzt hoch, ne? Genau, hier unten ist die Eingangspforte. Oh, da ist der komische Troll, der schläft. Die sind alle nur am Schlafen hier, ne? Gut, dann... Dann könnte ich rausgehen. Nee, ich will nicht fliehen. Ich will einfach nicht fliehen. Ich muss jetzt mit Morven reden. Rüber. Ach, aus den ganzen Leichen hier. Komischen Blutegel, die hier überall rausgekommen sind, ne? Und komisch, alle Viecher, alle Orks und so weiter pennen hier, ne? Gut, Morven. Mein Herr wird schon bald den Ihr habt den Turm von Blutegeln gesäubert. Ihr werdet es noch weit bringen. Vielleicht erzähle ich unserer Herrin von eurem Einsatz, wenn sie ankommt. Oh ja, bitte sagt ihr, dass ich ein hervorragender Blutegelvernichter bin. Wie? Die Targrim schlafen alle? Und Lotzedurk ebenso? Ich würde unserer Herrin niemals in Frage stellen. Doch verstehe ich nicht, warum sie so kriecherische Faulpelze zur Bewachung von Samad Baul schickt. Die Blutvergießer. Die Blutvergießer unter meinem Befehl werden doch wohl genügen. Weckt alle schlafenden Targrim und diesen nutzlosen Gotrok auf. Wenn er Schlüsselhüter werden will, sollte er auf seinem Posten vor dem Turm sein. Gebraucht euren Stiefel, falls nötig. Ja, genau. Wir werden euch aufwecken hier. Komm. Los, aufstehen! Du hast Glück, dass du die Gunst der Herrin stehst, sonst würdest du dafür büßen. Ja, natürlich. Diese Targrim sind die besten Wachen, die eure Herrin finden konnte. Selbst Schnecken würden bessere Diener abgeben. Okay. Was glaubst du, Wurm? Denkst wohl, du hättest Macht, wie? Ja, natürlich. Die Herrin gibt mir Macht. Ich kann euch schikanieren, wie ich will, ne? Habt Gnade, ihr müsst uns hier rauslassen. Geht weiter eurer Aufgabe nach. Ich werde mich um diese Gefangenen kümmern. Na gut.
Los, aufstehen! Dafür sollte ich dich ausweiden. Los, wach werden! Dreckskerl, mein Junge sollte dir dafür eine Lektion erteilen. Was mit dir? Die Takrib müssen mehr Disziplin lernen. Ihr und ich. Verletzt einige von ihnen und tötet den Rest. Diejenigen, die übrig bleiben, werden wachsamer sein. Okay. Ja, diese Orks. Also nirgendwo gibt es gutes Personal zu finden. Nirgendwo, ne? Hier, die schlafen auch. Vor allen Dingen direkt neben diesen komischen Leichen. Los, aufstehen! Du infizierst dich noch. Deine Zeit geht zu Ende. Die Takrib werden von der Herrin ausgewählt. Na gut. Ist noch ein paar aufwecken hier. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und. Okay, der ist auch am rummotzen. Und jetzt diesen ollen Ork, ollen Megatroll da. Das war raus. Ich gehe. Aber wenn ich wiederkomme, möchte ich euch nicht mehr sehen, Winzling. Naja, mach nur, ne? Die Angmarien werden herrschen über alle. Auch über die Scheiß-Orks. Peter, da seid ihr auch endlich wach hier, ne? Zeigt, dass ihr eine gute Sklaven seid hier. Gute Wachsklaven. Gut, Morwen steht schon bereit. Wer ist denn das da hinten? Angmarien. Okay, Morwen. Ich zeige dir, was Schmerzen sind. Unsere Herrin ist gekommen. Da ihr so viel geleistet habt, gewähre ich euch die folgende Ehre. Ihr dürft bei dem Verhör des Elben Lerdan zuschauen. Einigen wenigen eurer Brüder wird diese Ehre ebenfalls gewährt, damit auch sie belohnt werden. Wir sehen beim Verhör zu, das wird sicher unterhaltsam. Okay. Sie hat ihn schon gebrochen oder was? Das war's. Er hat einen starken Willen, Herren. Ja, wir haben Glück. Wieso Glück? Glück? Das verstehe ich nicht. Dadurch wird Lerda noch nützlicher für uns. Dadurch wird Lerda noch nützlicher für uns und wir können uns in Namalet verwandeln. Ach, und jetzt verstehe ich's. Vater! Namelit, meine Tochter, bist du das? Wie kann das sein? Ich habe nicht viel Zeit, Vater. Ich kann ihr nicht lange widerstehen. Ist Nahyul immer noch vor ihnen verborgen? Die eine Hälfte haben sie gefunden. Indem sie den Ort aus meinem Gedächtnis gesogen haben. Es tut mir leid. Doch ich bin jetzt noch entschlossener. Die zweite Hälfte von Nahyul werden sie niemals finden. Meine Tochter, warum weinst du? Es war die Macht Nahyuls, die mich in ihren Bann gebracht hat. Nur seine Macht kann mich für immer von Amathyul befreien. Doch der Ring ist in zwei Hälften zerbrochen. Seine Macht bleibt bestehen. Wenn beide Hälften zusammengebracht würden, könnte ich Nahyul neu schmieden. Ich könnte euch retten. Eine Hälfte des Rings wird in der Festung Barad-dûr-Ghul aufbewahrt. Vielleicht kann einer eurer Freunde ihn für euch holen.
Doch wo liegt die andere Hälfte Nachoils? Forochel. Sie ist irgendwo in Forochel. Aber ich weiß nicht, wo genau. Hab Dank, Vater. Findet er sich wieder voller Schmerzen, kriegt nicht mit, dass das wirklich Amathiel war. Die andere Hälfte Nachhils liegt also irgendwo in der Nähe der Eisbucht. Herrin, es wäre mir eine Ehre, nach Norn zu reisen, um sie zu suchen. Nein, Morwen, ich benötige euch hier. Es gibt andere. Was ist los, Herrin? Lotzeduk ist tot. Lerdans Verbündete sind auf dem Weg hier. Macht euch bereit, Morwen. Euer Tod wird von einigen Nutzen für Angmar sein. Kommt her. Mein Herr wird schon bald den Ring besitzen. Ihr habt unsere Herren gehört. Bald werden verbündete Elben eintreffen, um ihn zu befreien. Bringt ihn sofort in seine Zelle zurück. Wir werden seinen Freunden nicht das Vergnügen bereiten, ihn lebend vorzufinden. Bringt Lerdan zurück in seine Zelle. Die anderen durchsucht den Körper nach etwas Nützlichem. Lautes Krachen schallt durch den Raum. Es ist zu spät. Der Elb wird hier sterben, genau wie wir. Für Angmar und die Herren. Ach, da kamen sie rein und da kamen wir rein und haben ihn befreit. So hat sie es also geschafft, ihm die Information zu entlocken und gleichzeitig rein einzureden, dass Namalet den Ring braucht, damit sie sich gegenüber Amathiel bestehen kann. Ach, ja, hat sich halt blenden lassen, der gute Lerdan, ne? Was? Lest das Tagebuch bis zu Ende? Okay. In seinem Tagebuch beschreibt Lerdan die Erscheinung Namalets als eine Offenbarung. Er begann zu glauben, dass er sie befreien könne, würde er ihr Nachöl geben, den Ring Amathiels. Okay. Buch 14, Kapitel 5. Lerdans Untergang. Ihr habt in Lerdans Tagebuch lediglich die Einzelheiten seiner Gefangenschaft und seine Begegnung mit Amathiel und Namalet, seien diese nun wahr oder eingebildet, in Erfahrung bringen können. Elrond wird dies vielleicht besser verstehen als ihr. Na klar, wir bringen jetzt das Tagebuch zu Elrond und der kann uns dann hoffentlich sagen, was noch passieren muss. Dafür, dass wir so schnell aufbrechen mussten, um Lerdan zu finden. Okay, was sagst du jetzt, Elrond? Hoffnung ist nicht vergeben. Ach, es sind traurige und schreckliche Neuigkeiten, die ihr bringt, Nodreb. Ich weiß nun, wie Lerdans Wille gebrochen wurde. Das Böse von Angmar ist zu wahrhaft Schrecklichem fähig, wenn es die Liebe eines Vaters in eine solch mächtige Waffe verwandeln kann. Dies lässt noch Schlimmeres erahnen. Finstere Tage werden kommen. Buch 14, Kapitel 6. Lerdans Schicksal. Ich fürchte mich vor dem, was jetzt kommen muss, Nodreb. Lerdans Tagebuch versetzt mich in große Sorge. Ich sehe kommen, dass die Täuschung durch Amathiel ein schreckliches Ende für Lerdan bedeuten wird. Werdet ihr mich anhören? Ja, natürlich. Dann, oh, wir spielen als Lerdan. Ah, wunderbar. Elrond erzählt. Ich wusste doch, das ist irgendwie, Buch 14 ist voll mit Sitzungsspielen, ne?
ist perfekt. Sobald Narchuil wiederhergestellt ist, wird Lerdan ihn in der Hoffnung, seine Tochter zurückzubekommen, Amarthil übergeben. Aus Torheit wird er Eriador unter die Schatten von Angmar bringen. Okay. Ein Schrei ertönt. Vater, wo bist du? Ich werde diese ganzen... Sachen hier umgehen, quasi. Genau. Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit alles wegzumoschen, wenn ich einfach nur nach Namelet suche, ne? Ich habe mir Robbel, okay, da sind wir doch schon. Das ist scheiße hier. Was sind denn das für doofe... Jetzt kommt er, okay. Was ist das jetzt gewesen? Ah, Elbentrick. Ah, damit kann man sich heilen, okay. Okay, somit geht man weiter nach oben. Ich glaube, ich muss mal die Sachen hier ein bisschen sortieren. Was ist das jetzt hier? Ausbalancierter Pfeil, okay. Kuss der Elder. Eine Reihe von Pfeilen, okay. Das hier ist Blut der Elder. Das ist eine Heilung, okay. Die packen wir mal zur Seite, dahin. Dann haben wir den hier. Ein Dolchwurf. Okay. Kann ich hier nicht noch mehr? Genau, da habe ich doch noch mehr. Genau. So. Dolchwurf. Nee, das ist der Dolchwurf. Und das ist ein Pfeilspitze Elder. Du kommst da rein. Das hier ist ein Herzsucher. Elbenfeindzeichen, das kommt dahin. Und dann haben wir hier noch 7 Sekunden und 30 Sekunden. 30 Sekunden kommt dorthin. Und hier haben wir noch einen Schlag. Du kommst nur nach da vorne. Und dich machen wir mal auf Position 6. So. Ich glaube, dann habe ich jetzt soweit alles richtig gesetzt. Dann kann ich auch ordentlich weiterkämpfen. So. Vater, ich habe Angst. Hilft mir denn niemand? Ich komme, meine Tochter, ich komme. Aber warum weiß Elrond das, ne? Helft mir, helft mir! Vater, wo bist du? Willkommen, Vater. Deine Namelet ist fort, ein Phantom, das dich verführen sollte. Aber Vater, willst du die Last, die du trägst, nicht ablegen?
So soll es sein. Meine Männer werden euch Nachiel abnehmen. Benötigt ein Ziel. Okay, wir haben sie besiegt. Kommt noch irgendwer? Ja. Schlag des Bogenschützen. Ausruhen. Kommt nur her, ihr werdet mich nicht besiegen. Denn ich bin Lerdan. Ich bin schon uralt und nicht knöchrig. Oh nein. Wir haben zwar überlebt, aber irgendwann wurde mir auch schwarz vor Augen. Irgendwann wurde auch Lerdan schwarz vor Augen. Komm, 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 lad endlich. Ja, und was sagt Elrond dazu? Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Der Gedanke an Lerdans Schicksal stimmt mich traurig, doch wir dürfen uns davon nicht aufhalten lassen. Sollte Nachiel in die Hände Amathils fallen, wird die Belohnung durch sie nur noch größer. Werdet ihr uns ein weiteres und Mal eure Hilfe damit geben? Verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Teil, wenn es weitergeht hier mit der Suche nach Lerdan und Nachiel und Amathil. Bis denn, sagt der Captain.